sind die ganze Nacht Bus gefahren. Sind jetzt kurz vor Graz. Eine Knallershow gestern. Und vielleicht haben wir ein bisschen viel getrunken noch im Bus. Vielleicht. Und hier gibt es Schnee, habe ich gesehen. Voll geil. Ich will auf jeden Fall Schlitten fahren oder so, wenn das geht. So, Freunde, ich habe einen Partyboy mitgebracht. For us, I mean, it was, I think it was the first Lightliner tour. Mm-hmm. We did a lot of touring, but only in a small van. Yeah. So for us, it meant the world. And the crazy thing was, like, today, you know which show is going to be big or small. Internet, you know how many tickets sold. And this, that was crazy. Yeah. No idea what would happen. Showed up every day. Du kommst jeden Tag zu irgendeiner Show, du hast keine Ahnung, was da passiert. In France, we had like these 80 kids in the bar. with a stage. Yeah. So small, like here. Yeah. And now here we are, 17 years later. Oh, and still looking like... Like 17 years older. We definitely felt like a kinship right away. Like, I thought that it was remarkable to me that we were doing this thing with activist music and punk rock that we thought was pretty unique. You know, like they're like punk rock having a message. Yeah, all bands are like that, but not so much like focused on this type of sound. And then we came over here and you guys were doing the same thing. And I was like, even though we didn't know... Doppelganger! Yeah, it was like we're the same bands, you know? But you guys were straight edge and we were drinking like hell. Es war wirklich peinlich in dem Tourbus. Wir haben die ganze Zeit ganz viel getrunken, weil es umsonst war. Ja. Und die Jungs gar nicht, und es war immer so, was los mit euch? Today we celebrate your new album. Yes, we do. I'll get for the... My gift for you guys is that I'm like going commando on stage. Oh, great. I did go commando on this tour. Yeah, you did. I remember. Today it feels... Okay, it feels appropriate. Well, I look forward to the gift. And I'm sure the audience of Graz looks Maybe forward the gift to is, the gift. Is a little small. Let's see. I mean, I don't know. It smells like a big one. Leute, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Mechthild hat's zerwimst. Deswegen habe ich einen Nachfolger klar gemacht. Schön in Biene-Meier-Schreiben-Optik. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ich brauche nämlich eure Mithilfe. Ich habe noch keinen passenden Namen dafür. Deshalb starte ich hiermit einen Aufruf, mir bei Instagram zu schreiben. Den Namen blenden wir hier am besten direkt gleich ein. ACAB. Und ihr schickt mir einfach ein paar schöne Namensvorschläge und ich suche dann den... für mich passendsten dafür aus, habe ich mir so überlegt. Ach komm, Hannes und ich, wir machen gleich eine Knallershow. Falls ich von der Bühne falle, hebt Hannes mich hoch. Sein Job. Ist so. Kurz, Hannes weich gelandet. Jetzt musst du drei hintereinander. Ich werde alle fangen. Eins, zwei, drei. Ja, Yoshi, dann der letzte ist ein Dein. So nicht. Weißt du, mit Essen spielt man nicht. Ja, Hannes kann jonglieren. Ich dachte, hast du das nicht mal gesagt. Verstehe ich nicht, Simon. Hör auf jetzt zu filmen! Ich trinke jetzt noch schnell ein Käffchen, bevor es hier losgeht im ausverkauften PPC in Graz. Wir sind heiß wie eine Pommes, freuen uns tierisch. Wir sehen uns gleich auf der Bühne. Draußen lang gehen, ich friere, es sind minus 1000 Grad in Graz. Ich muss mich warm trinken. Oh Gott, wo gehen wir hier hin? Was ist das denn für ein Konzept? Ihr müsst alle reinkommen, wir spielen gleich! Alerta! Alerta! Alerta!
Hallo, ich habe ein bisschen einsitzen, aber nichtsdestotrotz, ich möchte noch mal ganz kurz den Abend rekapitulieren. Wir haben in Graz hier gespielt, es war ein richtig cooles Konzert. Respekt an Enterfleck, die haben nämlich tierisch noch mal einen draufgesetzt, war richtig cool. Und morgen fahren wir nach Wien und da geht es dann ganz wieder von vorne los. Und letzter Tourtag wird dann in Prag sein. Ich freue mich tierisch drauf. Ich gehe jetzt in den Bus, tschüss.